Resident Evil Zero. Nein, ich möchte nicht speichern. Nimm doch das auf. Wieso steht da immer noch FIFA? Ich spiele kein FIFA mehr. Ich spiele Resident Evil. I'm almost there. I'm glad I could be of service. Time to go inside. Wasting your time. I have already claimed this place for myself, which means you are trespassing, and I am very territorial. Och nö, die Affen. Just doesn't make sense. Do you honestly believe this to be the real identity of that crazy young man? Impossible. But if somehow it is true, then Umbrella will be finished. If the old conspiracy against Dr. Marcus is revealed, Mr. Spencer's career will be over. Not to mention ours, too. So, the time has come at last. What are you going to do? I will simply say goodbye to Umbrella. The biological weapon utilizing the T-virus has almost been completed. Our only remaining task is to acquire combat data. You can't be serious. I refuse to abandon my work. I have finished the research on the T-virus, but I need a little more time to complete the more powerful G-virus.
Do as you wish. I will follow my initial plan and lure the STARS members into the mansion. Their superior combat training should make them perfect test subjects. Fine. In the meantime, something must be done about that madman. As I recall, URC is equipped with a self-destruct device in the basement. I'll find it, set it off, and annihilate the place to nothing more than a mass of rubble. I can't. Hold on. Jetzt müssen wir Rebecca befreien. Dürfen auf jeden Fall nicht zu spät kommen. Oh nein, die Äffchen sind hier. Ich mag diese Affen nicht. Konnte ich noch nie leiden. Nein! Zombies, ich hab jetzt keine Zeit. Oh, wieder ein Zombie. Ich mach so eine FDF. Nein, nicht Äffchen. Rebecca! Hang on. I'll pull you up. Thank you. Don't mention it. Just keeping my word. We promised to cooperate with each other. Remember? This is Rebecca. Over. Rebecca, this is Enrico. Have you managed to locate Cohen yet? Over. Rebecca, answer me. No, sir. I have not found him yet. I'll continue to search for him. Over. Rebecca. My first mission, and I've already disobeyed orders. So much for my great law enforcement career. Oh well, I probably won't live long enough to worry about it. Billy, I just need to know. I need to know the truth. Did you kill 23 people? I'm not going to judge you. I just want to know the truth. It was around this time last year. Our unit was ordered to Africa to intervene in a civil war. Our mission was to raid a hideout of some guerrilla forces located deep inside the jungle. But the hideout was far away from our entry point. Died from the heat. Others were killed by the enemy.
four of us survived. Only there was no guerrilla hideout. What do you mean? The idiots in charge had us operating based on wrong information. But we couldn't just go back home empty-handed, oh no. Our leader ordered us to attack an innocent village. Get rid of them! Kill them all! Please, sir! Cease fire immediately! Shut up! Do it! So did you execute those innocent people? Forget about it. Doesn't matter anymore. That was then, this is now. Besides, you said you wouldn't judge me. I'm not judging you, but it does matter. Look, now my people think you killed those MPs in the van, but I don't think you did. It was those zombie dogs, right? When they attacked the van, you were able to escape. Isn't that right? You don't get it. I've only got two choices left. Either report to the Marines and serve out my sentence, or keep on running for as long as I can. That's all. I'll go check over there. Okay. Let's go! Yeah. Und weiter geht's. Alter, das erwischt dieses... erwischt der Spider mich. Schrankschlüssel. Meine Energie aus, gut.
Ein Schlüssel. Sie haben den Schlüssel benutzt. Aktenkoffer mitnehmen. Let's split up. Okay. Was haben wir hier? Magnum-Munition mitnehmen. Wie viel Schuss ist das? 8 Schuss. This way. Roger. Titi. Billy, geh doch aus dem Weg.
Aber wie war das denn? Ich überleg grad. Wie war dieses Rätsel noch? Adler ist, glaube ich, der letzte. Das war verkehrt. Ich glaube, das war erst der Herrsch. Dann das Pferd. Dann der Bull. Dann der Panther. Dann die Schlange. Nein. Warte mal, Hirsch. Ah, warte mal, Hirsch, Wolf, Hirsch, Wolf, Pferd. Schlange. Ah, das ist ja was. Ja, man muss doch erstmal darauf kommen. Kann ich noch was mitnehmen? Ja. Na,
Na, wenn man das lange nicht mehr gespielt hat, dann weiß man das nicht mehr so. Muss man mehrmals überlegen. Na, wie war das denn noch? Ah. Aber nach einer Zeit fällt einem das auch wieder ein. Jetzt überlege ich, wo war die anderen Platten? Au! Ja, meine Energie? Nein, meine Energie ist noch gut. Warum nimmt er denn die Steintafel nicht? Liegt doch vor ihr in seinen Füßen. Nein, nicht die. Die Steintafel noch? Ach, wenn sie die hat. Jetzt gehen wir erstmal. Steintafel einsetzen schon mal. Oder auf jeden Fall dahin bringen, wo man sie besser brauchen kann. Kann ja die Sachen erstmal hier abliefern. So. Release switchen. Granatwerfer mitnehmen. Irgendwo konnte ich noch diesen Feuersymbol-Schlüssel reinpacken. Ich überlege gerade nur wo. Hier auf jeden Fall. Ich glaube hier, nur hier ging das. Vom Feuer verschlungen. Asche zu Asche. Erfolg.
Schraubstock. Erstmal den anderen hier. Ah, ich weiß, ich muss noch einen Schrumm einschalten. Was gibt's denn hier noch? Hier hinzugehen. Man müsste gleich wieder ein Lärch auftauchen, wenn ich mich nicht irre. Ne, Rebecca! Der Lärch ist ganz nervig. Beide auf Warnung. Dann muss ich ja nicht mal heilen hier. Und Billy hat jetzt nichts zum Heilen. Platte. Zählt nur noch einer. Eine Platte. Ja, verschießt doch die Munition nicht für diese kleinen Dinger, Billy. Das ist nicht intelligent. Billy, hör auf zu schießen. Ah, wo liegt der denn? Nein. Wir müssen nochmal zurück. Billy schießt erstmal wie ein Bekloppter auf diese Lechdinger. Obwohl das eigentlich total Schwachsinn ist, darauf zu schießen. Die tun halt ja nichts, nur die Lechhunter sind lässig. Billy will Klavier spielen. Go alone. Roger.
Mike hier wieder rüber searchen. Die Tür geht zu. Nein! Roger. Rebecca, du schießt jetzt nicht darauf. Schwachsinn, darauf zu schießen. Schuss habe ich davon noch. Zwei. Okay, zwei Schuss. Ist nicht gerade viel. Dann setzen wir erstmal die beiden Dinger da ein. Billy braucht auf jeden Fall ein bisschen Heilung. Lassen wir mal. Den Granatwerfer hier liegen. Den brauchen wir ja später. Pistolenmunition brauche ich jetzt nicht. Ich nehme die Pistole mit. Die müssen ja hier liegen. Die Munition müsste hier eigentlich auch liegen. Ein paar andere Sachen, die müssen wir auch noch mitnehmen. Wie den Enterhaken brauchen wir auch noch. Hier irgendwo noch Heilung umfliegen. Hier ist der Enterhaken. Hier noch eine Heilung irgendwo. Keine Heilung. Ist ja doof. Das hier, du. I'll check it out. Okay.
Und sollte auf jeden Fall Billy immer sagen, dass er da bleiben soll, weil sonst steht er nur im Weg. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Schieb doch. Rebecca Chambers. Dann haben wir das letzte Teil. Was uns noch fehlt. Let's go! Okay. Und dann gehen wir hin und dann geht's weiter. Ah, blöd, dass ich jetzt nicht weiß, wo noch eine Heilung hier rumfliegt. Wir auf jeden Fall die Fledermaus mit Rebecca machen. Es sei denn, wir finden noch eine Heilung für Billy. So, Billy, gib du mir mal den Enterhaken. Und ich nehme na, nimm doch die Munition. Darum. Liegen hier keine Kräuter. Ist das grüne Kräuter? Thank you.
braucht er ja eigentlich den Unterhaken dann. I'll go check over there. Yeah. Gib mir mal den Enterhaken. Ich kann nicht speichern. Ah, doch. Billy, kümmere dich um die. Kümmere dich um die Große.
Follow me. Okay. Guten Morgen. Wünsche ich dir auch. Wie kommt es, dass du noch so spät wach bist, Kai? Hier noch was an Inventarmüll abliefern. Das brauche ich ja was ich später vielleicht brauche. Ja. So, ach ja, hätte ich doch das. Den brauche ich jetzt nicht. Nehmen wir mal lieber Heilung mit. Oh, ist denn liebe Zero schon ein cooles Spiel? So habe ich das noch nie auf der. Ich habe das früher mal auf der 360 gespielt oder auf dem GameCube. Lass mal noch Zeiten. Nein, lass nicht los. Lecker. Jo, gab's mal wieder ein fetter Schritt. Acken zum Igelwachstum. Verdünner gemischt.
Nein, lass mich los! Ja, ich muss halt zu dem. Zu dem Dings hin. Muss ja das Teil holen. Ich bin auf Warnung. Ups. Ja, das ist natürlich. Ist blau. Heißt Billy. Ja, das stimmt, die sind echt kacke, also ich mag die auch nicht so gerne. Die sind ziemlich nervig. Ist halt bei den Gegnern Standard, dass es immer welche gibt, die nicht so toll sind. Es gibt eine bestimmte Brandmunition von Granatwerfer. Zwei Schuss und die sind, aber die müssen sich schon verwandelt haben, also so wie du sie eben gerade gesehen hast. Dann zwei Schuss und dann verbrennen die. Und sonst Säuregranaten oder so. Ja, Feuer, genau, Feuer. Da Feuer drinne. Ja, jetzt habe ich derzeit Säure drinne. Aber ich muss jetzt eh einen platt machen. Vielleicht klappt das auch mit Säure gut. Ja, oder Molly, genau. Molly kann man natürlich auch nehmen. Jetzt kommen wir so eine Nervensäge gleich. Da ist er ja. Ja, verwandel dich mal. Los. Jo. Ich sollte mich beeilen. Ah, Billy, geh rein jetzt. Sonst wird das nicht so gut. Ah, zwei Schuss geht ja auch. So, hier blinkt was. Aber
Aber das mache ich gleich. Erstmal hole ich das Teil. Ja, das war ja intelligent. Lauf genau in den Zombie rein. Bürste. Am Anfang, wo ich das erste Mal das Spiel gespielt habe, habe ich nicht Bürste gelesen, sondern Brüste. Das war natürlich nicht so gut. Aber war lustig. So, jetzt können wir das lesen hier. Ah toll, ich kann nichts tragen. Ist doch nicht jetzt dein Ernst. Jetzt muss das Heilspiel wirklich jetzt wegschmeißen? Ja, egal. Was tut man nicht alles dafür? Hier liegt noch was. Ein Foto. Auf der Rückseite des Fotos steht was. Für James. Zur Erinnerung deines Abschlusses 1939. Judging from the age, that guy could be Marcus's son or grandson. Keine Ahnung. Könnte sein. Und Kai, wie oft hast du dieses Spiel schon durchgespielt? Warte mal, hier ist so ein Zombie. Dachte, hier war ein Zombie, aber ist er gar nicht. Mann, ist dieser Raum düster, ey. Warte mal. So, wechseln. Mal wieder Klamotten wechseln hier. Sieht Rebecca auch wieder lustiger aus. Das Schloss wurde geöffnet. Das Outfit ist zum Beispiel sehr bekannt aus Resident Evil 2, aber das habe ich bestimmt schon einmal aufgesagt. Thank you.
Raumschlüssel. Och nö. Und den blöden... Bin ich jetzt auf Warnung?
Maybe I could use this. Rebecca here, over. Billy, I found something here that might make you happy. It's an aerial cable car. Really? That's great. Now we can get out. Yep, let's regroup as soon as possible. Over. Roger. Ah, Schrottmunition. Wir haben Strom. Soll ich hier die Pistole da lassen oder den Granatwerfer? Das ist auch interessant. Let's regroup. Okay. Nein, Äffchen.
Billy. No. Der Lech ist so nervig, ey. Ja, genau. Ich muss mich ja auch treffen. Es wäre so langweilig. Was hat der denn da? Ah, eine Magnum. Und das war's dann erstmal für heute. Mit Resident Evil Zero.